und herzlich willkommen zu diesem neuen Hörspiel. Heute ist Samstag, das heißt, ihr hört heute nichts Neues, sondern die gesamte Zusammenfassung aus der letzten Woche als Hörspiel. Ich wünsche euch nun viel Spaß und gute Unterhaltung, nur eben ohne meine Kommentare bei diesem Hörspiel. Guten Tag. Ja, schönen guten Tag. Was möchten Sie denn? Was möchten Sie denn? Weiß ich nicht. Sie rufen mich an. Sie sind ein Betrüger, ja? Okay. Dann kann ich Ihnen behilflich sein? Weiß ich nicht. Sie rufen mich doch an. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Sie wollten ja, dass wir Sie anrufen. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Ja, Sie sind ja ein Betrüger. Ich bin ein Betrüger? Ja. Woran machen Sie das fest? An Ihrer Stimme. Die klingt betrügerisch. Ihre Stimme klingt auch betrügerisch? Ja. Ja. Nicht schlimm. Ich mag das so. Ja, ich mag meine Stimme auch. Ich habe eine schöne Stimme. Ja, ich auch. Ja. Also ich weiß nicht, was Ihre Auffassung nach schön ist, aber Ihre Stimme ist auf jeden Fall nicht schön. Ja, eher so quakig, quiekig. Das macht nichts. Sascha? Ich hab dich trotzdem lieb, mein kleines Sascha. Bobby. Alex. So. Ja. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Weiß ich nicht, wie kann ich denn dir behilflich sein? Na, wie kann ich denn Ihnen behilflich sein? Weiß ich nicht. Aber vielleicht können wir auch zusammen ein Lied singen. Okay, alle meine Entchen vielleicht? Ja. Okay, ich fange an, ja? Ja. Alle meine Entchen schwimmen auf dem See. Schwimmen auf dem See. Köpfchen unter das Wasser. Schwänzchen in die Höhe. Geil. Fein. Ja, das hast du gut gemacht. Ja, ebenso. Vielen Dank. Ja. Wie ist das Wetter in Dresden? Ja, das Wetter in Dresden ist so ein bisschen dunkel. Bisschen dunkel, ja? Ja. Okay. Wie kann ich denn sonst behilflich sein? Ja, weiß ich nicht. Was können wir noch so Schönes machen? Die Sungen haben wir ja nur schön. Wir könnten... Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht. Ist ja auch schade. Ja. Was machst du so in deiner Freizeit? Na, gleich putze ich die Küche. Wie bitte? Gleich putze ich die Küche. Was? Die Küche. Da muss man ja geputzt werden. Ja. Ah, okay. Ja, bei mir wäre es auch... Ah ne, ich war erst aufräumen letztes Jahr oder so. Bei mir ist noch alles gut. Ja, letztes Jahr reicht. Ja, einmal im Jahr passt schon. Geduscht habe ich auch ungefähr um den Dreh. Aber der Öl kommt nächste Woche, da müssen wir ja hier erstmal gleich Schiff machen. Okay. Ja, damit sie hier nicht am Boden kleben bleibt. Ah, okay. Okay. Und sonst so, wie läuft das Leben? Ja, ist alles ein bisschen teuer geworden, ja? Ja, wirklich, ey, das ist unglaublich. Das ist furchtbar. Ja, tatsächlich. Aber was soll man machen? Der Rosen sind schuld. Meinst du? Nee. Nee. Das ist ja so eine Standard-Phrasenrescherei, warum alles so teuer geworden ist und so. Ja, die Russen. Genau, schieben wir das Russen. Irgendeiner muss ja schuld sein. Genau. Aber ist schon ganz schön witzig alles. Ja. Naja. Ja, was soll man machen? Ja, eben. Okay, ich gebe mal die Chance, jemanden dich anzurufen. Ja. Vielleicht ist es ein bisschen interessanter dann. Okay, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Ja, danke für das Gespräch und danke für das Lied. Ja, ebenso. Düdelü. Ciao, ciao. Ja, guten Tag. Hallo, schönen Tag, Herr Effüger. Leserwitz am Apparat. Und Sie sind nochmal gleiche Mensch. Was? Ja, hallo. Kuckuck. Guten Tag, mein Name ist Max. Ich rufe von Ihnen, weil Sie haben bei uns ein Handelskonto gemacht. Ja? Ich wollte Ihnen weiterhelfen, diese Konto aktiv zu machen. Haben Sie es kurz Zeit? Ja. Okay, haben Sie gelesen, wie das alles funktioniert bei uns? Nee. Wann haben Sie registriert? Haben Sie nichts gelesen? Nee, habe ich nicht gesehen. Okay.
Bei uns, die mindeste Startkapital ist 250 Euro. Mhm. Ja? Danach die Einzahlung, Sie bekommen eine Software, das kann automatisch handeln bei uns. Mhm. Okay. So, mit was wollen Sie das machen? Mit was wollen Sie die Einzahlung machen? Wie meinen Sie das? Ich verstehe die Frage nicht. Für die Aktivierung, das Konto. Ich brauche ein Startkapital, ja? Mhm. Mit was wollen Sie das machen? Ja, mit meinen Händen. Womit denn sonst? Okay, mit deinem Handy, aber mit was sollen Sie aktivieren? Haben Sie eine Visa oder ein Mastercard? Mit meinen Händen, habe ich gesagt, nicht mit meinem Handy. Ah, mit deiner Hand? Ja. Okay, mit deiner Hand wollen Sie das Konto aktiv machen, ja? Das heißt mit Ihrer Hand. Mit meiner Hand? Nee, mit Ihrer Hand heißt das. Nicht mit meiner Hand und auch nicht mit deiner Hand. Es heißt mit Ihrer Hand. Mit Ihrer Hand, ja. Ja. Schönen guten Tag. Hallo, guten Tag. Hm. Herr Knusprig, Knusprig, wie geht es? Ja, ganz gut. Wer sind Sie denn? Ich bin Alex Müller. Ich habe Sie gestern angerufen. Alex Müller? Ja, erinnern Sie sich? Nö. Nein? Echt? Nö. Also ich habe mit denn? Sie gestern gesprochen. Hm. Keine Ahnung. Worum geht's denn? Bitte? Worum das geht? Es geht um zusätzliches Einkommen über Bitcoin. Wissen Sie? Aha. Ich habe Sie gestern also geschickt und Sie sollten eine Überweisung machen. Haben Sie schon das erledigt? Welche Überweisung? Überweisung. Sie wollten mit Startkapital starten. Also 500 Euro. Ach so, ja. Haben Sie das gemacht? Nee. Aus welchem Grund? Also Sie haben gesagt, dass Sie machten das. Nein, also die Bank. Guten Tag, meine Schnecke. Hallo, Gustav. Würden Sie mich nicht mit meinem Vordermann sprechen? Tony am Apparat für ein Bitcoin-System. Sie haben bei uns registriert. Wen möchten Sie denn sprechen? Ja. Wen Sie sprechen möchten? Bitte? Wen Sie sprechen möchten? Wir sprechen Deutsch, Französisch, Englisch, Spanisch, kein Problem. Okay? Haben Sie schon mal definitiv nicht. Ich spreche in Deutsch. Ja, dann sag mir doch, wen du sprechen willst. Okay. Gustav, sind Sie interessiert, Ihr Konto zu aktivieren? Wen möchtest du sprechen? Ich spreche in Deutsch schlecht. Kein Problem. Ja, merke ich. Und wen möchtest du sprechen? Hallo? Ja. Hallo? Ja. Am I speaking to Felix? Ja. Hallo? Ja. Wie kann ich denn behilflich sein? Hallo? Ja. Guten Tag, spreche ich mit Herr Kurt, Gustav. Ja, und Sie rufen am Sonntag an, oder was? Ja. Hallo? Ja, hallo. Spreche ich mit Briefkasten? Ja. Ich bin Kontoberater Thomas Mancini. Ich wollte mich also für die Anmeldung auf Online-Handelsplattform von Ihnen. Was? Sie haben Anmeldung. Was? Sie müssen mal ein bisschen deutlicher reden. Sie nuscheln sehr gut. Sie haben Anmeldung auf Online-Handelsplattform gemacht. Wann denn? Hören Sie? Naja, wenn Sie die Musik ein bisschen leiser machen würden, dann würde ich vielleicht was hören, ja. Okay, haben Sie WhatsApp, oder? Na, haben Sie da mal einen Volume-Regler? Es geht um Online-Handelsplattform. Es geht um die Lautstärke der Musik. Hören Sie jetzt gut? Leider. Es wäre schön, wenn ich es nicht so gut hören würde. Okay, ich schreibe Ihnen per WhatsApp. Ich hab gar keinen WhatsApp. Mail? Was? E-Mail. Ja, aber habe ich die falsche angegeben. Müssen wir schon am Telefon regeln, aber... Guten Tag, mein Spezialist. Hallo, guten Tag. Guten Tag, mein Hallo, hier ist Anna Wolf von Express Trade. Wie geht's Ihnen? Ja, mir geht's ganz gut, mein Schätzchen. Sie haben auf unserer Plattform registriert, deswegen habe ich angerufen. Das ist aber sehr schön, mein Schätzchen.
Also, Sie haben ein Konto bei uns, aber es ist noch nicht aktiv. Wann möchten Sie Ihre Konto aktivieren? Das ist richtig, mein Schätzchen. Also, Sie möchten Ihre Konto aktivieren oder nicht? Ja, mein Schätzchen. Okay, ich habe verstanden. Tschüss. Schatzilein, du bist... Ja, hallo. Schönen guten Tag. Ben Butler hier. Ich spreche gerade mit Frau Fick. Ja. Das freut mich. So, ich habe Sie angerufen, Frau Fick, weil Ihre Daten wurden in eine Werbebanne von uns eingegeben. Wegen Online-Trading. Ja, hören Sie mich. Hallo? Ja. Okay, so, wissen Sie, worum es geht oder nicht? Bitte? Guten Tag, mein Schätzchen. Wie Hallo. Kann ich glücklich sein? Ja, was kann ich denn für Sie tun? Hallo, hören Sie mich? Ich höre Sie sehr deutlich und lautlich, Hallo. Ja. Ja, Sie sind ja auf der Aktivierungshotline für Trading-Konten angekommen. Hallo, hören Sie mich? Ja. Ja, ich höre dich. So, wollen wir jetzt dein Konto aktivieren oder wollen wir da nichts mitmachen? Hm? Musst du dich jetzt entscheiden. Hm? Wollen Sie denn jetzt Ihr Konto aktivieren oder haben Sie denn eine Visa-Karte oder eine Mastercard? Oder wollen Sie das an unser illegales Konto überweisen? Hallo. Ja, wollen Sie das an unser illegales Konto überweisen? Wir hätten da noch ein anderes Konto für Sie, ein illegales. Ja, jetzt hören Sie mich, ja? Ja. Ja, Entschuldigung. Also soll ich denn Ihr Konto jetzt aktivieren? Das Problem, also ich habe es nicht gehört. Ja, soll ich denn jetzt Ihr Konto aktivieren? Sagen Sie bitte, mit wem spreche ich jetzt? Ja, mit dem Sie angerufen haben. Ja, mit Ihnen, ja? Naja, ich wollte jetzt Ihr Konto aktivieren. Ja, und sagen Sie dann bitte. Ja, möchten Sie ja, das mit Visa also, oder mit Mastercard machen? Spreche, dann sagen Sie bitte. Möchten Sie das mit Visa-Karte also, oder mit Mastercard machen? Geld, ja, also wie insgesamt. Mit Visa-Karte oder mit Mastercard? Ja, aber ich habe nicht verstanden. Also was machen Sie jetzt genau? Also, ich habe gerade in meine Hand gefurzt und dir das an den Hörer gehalten. Verstanden. Ja, und wir haben mit Ihnen schon vor ein paar Tagen gesprochen, stimmt das? Nein, ich wollte jetzt Ihr Konto aktivieren. Doch. Haben Sie denn jetzt eine Visa-Karte oder eine Mastercard mit dabei? Wir haben schon mal mit noch Ihre Anydesk-Nummer. Ja, aber ich brauche mal noch Ihre Anydesk-Nummer. Daten hinterlassen. Geben Sie mir mal Ihre Anydesk-Nummer, die brauche ich jetzt noch. Und nicht diese Vorname. Und auch andere E-Mail-Adresse. Ja, und so sagen Sie bitte, wie viele Kontos haben Sie bei uns erstellt? 7.000. Ja, einen Moment, ich muss mit anderen Kunden sprechen, ich werde Sie angerufen. Ja, bitteschön. Hallo, guten Tag, spreche ich mit Herrn Steiner. Möchten Sie Ihr Konto aktivieren? Möchten Sie 250 Euro einzahlen? Haben Sie eine Visa-Karte? Oh, ja? Sie wissen schon alles. Wollen Sie eine Visa-Karte nehmen? Ja, kann ich. Ja? Dann brauche ich jetzt bitte mal einmal Ihre Kartennummer. Mhm. Habe ich gemacht. Und dann? Nee, Sie müssen mir die Kartennummer sagen und den Code von der Karte. Ja, noch etwas? Möchten Sie noch etwas? Ich werde Ihnen mal sagen. Ja, Sie haben sich... Die fängt mit einer 4 an. Sie haben sich auf unserer Werbungsseite registriert. Ja, sagen Sie mal die 16-stellige Nummer. Die fängt mit einer 4 an. Meine Kollegin hat versucht, ihn zu erreichen, aber sie war nicht erreichbar. Aber ich höre keine Zahlen. Können Sie keine Zahlen? Nee, wollen wir es mal nicht. Mit Rauchzeichen probieren? Bitte nochmal? Wollen wir es mal mit Rauchzeichen probieren? Oder, weiß ich nicht, Sie können ja auch schnipsen. Sagen wir nur ganz kurz, ich habe gar keine Lust, mit dir zu sprechen. Ja, schnipsen wir einfach, gucken Sie mal, so hört sich eine 4 an. Nee, sagen wir, ob du überhaupt Interesse hast für den Online-Trading oder nein. Ganz einfach. Haben Sie eigentlich heute Ihre Zähne schon geputzt? Hast du? Ja, haben Sie Ihre Zähne geputzt? Oder nicht? Guten Tag. Ja, so, Sie haben gar kein Interesse für den Finanzmarkt, stimmt? Sie haben Ihre Zähne nicht geputzt. Ich höre Sie nicht überhaupt. Sie haben Ihre Zähne nicht geputzt. Ja, doch, habe ich. Ja. Nee, sagen Sie mir. Das ganze Telefon stinkt. Oder es könnte auch sein, dass Sie vielleicht in Hundekacke heute Morgen getreten sind.
Den Puppenkasten. Aber das ist Ihren Telefon, das Sie dort haben, in der Hand. Ja. So, das sind Gucken Sie mal unter Ihre Schuhe, weil irgendwie riecht es hier ganz furchtbar, seitdem Sie anrufen. Irgendwas stinkt hier. Das sind Sie, leider. Ja? Ja. Genau. Oho, stimmt. Ich habe gerade ein Kätzchen gemacht. Okay, dann danke. Auf einmal. Tschüss. Kanackenannahmestelle? Hallo, guten Tag, Herr Carsten. Ja, ich grüße Sie. Hier, ja. Okay, Sie sind nicht der Carsten. Da bin ich gesund. Ciao. Ja. Ja. Hallo, wunderschönen guten Tag, Hartmut. Hallo? Wer sind Sie? Michael Adam am Apparat. Spreche ich mit Hartmut? Nee, das ist mein Vorname, okay, und so sprechen Sie mich nicht an. Es tut mir leid für... Ja? Hallo, schönen Tag. Kostja? Schönen Tag. Hey, Herr Santos ist am Apparat. Alles gut bei Ihnen, Herr Kunst. Ja. Ich wollte sehr gerne mit Herr Kunz sprechen, ist er da? Gut. So, immer Santos ist am Apparat und ich rufe Sie an, als ein Signalgeberin. Es geht über Finanzmarkt. Hier bei uns steht, dass Sie schon bekannt mit Finanzmarkt sind. Bin Was ich richtig, Herr Kunz? Noch einmal bitte. Was ist denn ein Signalgeber? Also, so, ich gebe hier Signale, wie Finanzmarkt in der richtigen Form funktioniert. Verstehen Sie das? Dann geben Sie mal Ihr Signal. Ja, schon. So, Herr Kunstleistens, haben Sie schon Erfahrung mit Finanzmarkt? Haben Sie schon was probiert? Ja, ich habe ein Konto. Also, hoffentlich Sie sind zufrieden mit Investitionen, was Sie gemacht haben, ja? Da ist mein Gehalt drauf, ja. Das funktioniert immer ganz gut. Kann man absuchen. Noch einmal, bitte? Kommt auch Geld aus dem Automat raus. Und man kann auch, weiß ich nicht, mit werfen. So, haben Sie schon gute oder schlechte Erfahrungen? Ich habe nicht sehr gut akustisch gehört. Nö, also die Geldautomaten haben bis jetzt immer funktioniert. So, also neulich gab es da mal ein Problem. Da könnten Sie mal also. Was dran lernen, ja, aber sonst. So. Ja, ich verstehe, Herr Kunz. So, ich wollte sehr gerne Ihnen unsere Arbeit präsentieren. Jetzt haben wir eine goldene Gelegenheit mit Gas. Jetzt wegen dem Krieg. Nochmal bitte? Wo kann ich mir denn Ihre Präsentation angucken? Ich kann das machen, Herkunft. Herkunft, hören Sie mich? Nee. So, als Sie gesagt haben, ich wollte sehr gerne Ihnen unsere Arbeit präsentieren. Erstens, wir arbeiten mit ETM Broker. Wir machen nicht Profite von Ihrer Investition, sondern von Ihrer Gewinne. Wenn Sie Profite machen, wir machen Profite auch. Wenn Sie Verluste machen, wir verlieren auch. Deswegen, jeder versucht mit ETM Broker zu arbeiten. Und jetzt haben Sie die Möglichkeit, Sie denn, diese Gelegenheit zu... Noch einmal, bitte? Was verlieren Sie denn, wenn ich mein Geld verliere? Ja, im Finanzmarkt gibt es auch Verluste. Aber wenn Sie mit den richtigen Personen arbeiten, dann Sie können auch nur Geld verdienen. Es tut mir sehr leid. Herr Kunz, alles, was Sie sagen, Sie können mit Ihren eigenen Augen schauen. Die Lizenzen, die Regulation, was Sie hier machen, was Sie hier Ihnen anbieten können und alles. Herr Kunz, wir arbeiten zusammen mit iInvesting. iInvesting ist die Plattform, dass wir zusammenarbeiten. iInvesting hat schon 14 verschiedene Lizenzen in 14 verschiedenen Ländern und wir sind auch unter BaFin lizenziert und reguliert. BaFin kontrolliert und unterstützt alle die Banken in Deutschland. Bestimmt, Sie wissen ja schon, wie wichtig es ist, mit einer Firma zu arbeiten, die schon unter BaFin Lizenzen hat. Bestimmt, Sie wissen ja schon. So, Herr Kunst, sind Sie noch da? Was? So, Herr Kunst, hoffentlich, Sie sind zu Hause jetzt. Ich wollte sehr gerne Ihnen nur Fakten zeigen, die Lizenzen und Regulation. Sind Sie hoffentlich zu Hause, ja? Herr Kunst, sind Sie zu Hause jetzt? So, gehen Sie von Ihrem PC oder Laptop zusammen nur ein bisschen schauen. Dann Sie können auch mit unserer Expertin reden. Sie hat schon ein Studium für dieses Thema gemacht und Sie können Ihnen alles erklären. Das heißt, okay? Tschüss. Ja. Hallo, guten
Hallo, guten Morgen, Herr Kunst. Guten Tag. Was ist das? Was soll das? Was ist ein Problem? Ja. Hallo. Hallo. Hallo, schönen guten Tag. Mit wem spreche ich jetzt? Mit dem Buchmann. Also, da ich meine Ihren Namen und Nachname bitte. Bei mir steht nur Ihre Telefonnummer. Ja, und warum rufen Sie mich denn an? Ich kontaktiere Sie bezüglich Ihrer Anmeldung. Sie haben von AG Investing Plattform geregistriert. Nein, ich habe mich nirgendwo angemeldet. Okay. Guten Morgen. Hallo, guten Tag, Herr Gaston. Ja, Gaston. Was? Wen möchten Sie sprechen? Ja. Guten Morgen. Hallo. Novak ist mein Name. Vorbei, ne? Naja, kann man auch so sagen. Ja, schauen Sie mal, Sie haben sich bei uns eingetragen unter so einem ziemlich merkwürdigen Namen. Ich weiß nicht, wie soll ich Sie ansprechen? Ich weiß nicht, was haben Sie denn da stehen? Knuspe, Knuspe. Na, sehen Sie. Okay, schauen Sie mal. Bei uns also interessiert für den automatischen Handel. Besteht immer noch Interesse, oder nicht? Nein. Okay, dann ich wünsche Ihnen schönen Tag noch, lieber Herr Knuspig. Schönen Tag noch, tschüss. Guten Tag. Hallo, ja. Gustav? Nee, Gustav, guten Tag. Hallo. Ja, würden Sie mich bitte bei meinem Nachnamen ansprechen? Wie bitte? Ja, ob Sie mich bitte mal bei meinem Nachnamen ansprechen würden, wenn Sie mit mir weiterreden möchten. Ich möchte mit Sie sprechen, mit Gustav Kotz, okay? Ja, genau. Den Nachnamen bitte. Okay. So, jetzt, ich bin Ihre Kontomanager und ich kann Sie assistieren, um Ihre Konto aktivieren. Sie haben ein Systemkonto eröffnet. Ja? Bitte? Was für ein Konto und was für ein Kontomanager? Ja, Sie haben ein Investitionskonto eröffnet bei uns. Aha, was denn für ein Konto? Investitionskonto. Was ist das? Geld zu verdienen auf dem Finanzmarkt. Und wozu brauche ich sowas? Wie bitte? Ja, wozu brauche ich denn sowas? So, möchten Sie jetzt Ihre Konto aktiviert oder nicht? Ich frage mich eigentlich, warum Sie mich anrufen. Und weil Sie haben ein Investitionskonto eröffnet bei uns. Aha, habe ich das? Ja, wann denn? Möchten Sie jetzt Ihr Konto aktiviert? Können Sie auf Fragen antworten? Welche Frage? Ja, wann denn? Wenn Sie auch zuhören. Vor 3 Tagen. Vor 3 Tagen? Aha. Ja, 3 Tage. Oh, ist ja eine starke Story. Okay, ich möchte mit Siros Leute sprechen. Schönen Tag noch. Tschüss. Naja, sehen Sie, denn brauchen Sie ja selber nicht telefonieren, weil Sie sind ja nicht seriös. Na okay, tschüss. Ja. Na was denn, du findest das rote Knöpfchen nicht, oder was? Hallo? Hallo, guten Tag. Ja, guten Tag. Mein Name ist Mai, ich rufe Sie von Prism Capital an. Sie haben sich für Online-Handel auf dem Finanzmarkt interessiert. War das noch aktuell für Sie? Wen möchten Sie denn sprechen? Mein Name ist Iren Meyer von Prism Capital. Ja, und wen möchten Sie dran haben? Bitte? Ja, mit wem Sie sprechen möchten. Herr Carsten. Ach so. Sie haben sich für Handel auf dem Finanzmarkt interessiert. Wäre es noch aktuell? Nee. Nicht mehr. Haben Sie Erfahrung in diesem Bereich? Wieso möchten Sie das wissen? Muss Ihnen da jetzt erst jemand wieder was vorsagen? Oder warum machen Sie immer Ihr Mikrofon aus? Wie ich schon gesagt habe, Sie sind angemeldet. Wie bitte? Würden Sie mal nicht immer Ihr Mikrofon ausmachen? Wie ich schon gesagt habe, Sie sind angemeldet. Aha. Wer war das denn? Was meinen Sie, wann war das denn? Ja, warum machen Sie mal Ihr Mikrofon aus? Wenn Sie mich nicht unterbrechen, ich würde gerne alle Ihre Fragen beantworten. Ich warte auf die Antwort, aber Sie machen ja nur das Mikrofon aus. Ich habe Sie gefragt, ob Sie Erfahrung in diesem Bereich haben, ob Sie früher gehandelt haben. Und ich habe Sie gefragt, warum Sie das wissen möchten. Bitte?
Und ich habe Sie gefragt, warum Sie das wissen möchten. Und die zweite Frage war, warum Sie Ihr Mikrofon permanent ausmachen. Sie haben sich bei uns angemeldet, deswegen rufe ich Sie an. Meine Frage ist, ob Sie mit dem Handel schon beschäftigt haben oder nicht. Aber ich habe eine neue Frage. Können Sie eigentlich auch Fragen beantworten? Ich würde gerne die Frage beantworten. Ja, dann beantworten Sie doch mal die Frage, wenn Sie die gerne beantworten würden. Herr Gasten, das war ein bisschen unhöflich von Ihnen, so zu sprechen. Ja, schön. Sie haben sich angemeldet und ich würde gerne wissen, was passierte, dass Sie sich... Und ich würde gerne wissen, ob Sie Deutsch verstehen und auch mal auf meine Fragen eingehen können oder ob Sie da eigentlich nur das weitererzählen, was Sie da so erzählen. Wenn Sie näher am Telefon sprechen, ich würde gerne Ihre Fragen hören. Na dann los. Nur beantworte doch mal die Fragen. Ich habe sie doch nur schon so oft gestellt. Können Sie mich hören? Ja, aber weiß ich nicht. Das ist komisch. Hören Sie mich nicht? Doch. Aber Sie machen ja permanent Ihr Mikrofon aus und das finde ich seltsam. Sie sagen ja dann ewig nichts. Sie haben sich angemeldet und ich würde gerne wissen, ob Sie bereit sind anzufangen oder haben Sie schon gehandelt? Na, die Frage habe ich Ihnen doch vorhin schon beantwortet. Wie ich schon gesagt habe, wenn Sie näher am Telefon sprechen, würde ich Sie gerne hören. Also ich weiß nicht, was bei dir kaputt ist, aber vielleicht machst du mal einen Krach im Hintergrund aus, dann könntest du vielleicht auch was verstehen. Also näher am Telefon sprechen heißt, dass Sie das Handy näher mit Ihrem Mund... Da soll ich mir das Telefon im Mund stecken, oder was? Und... Das ist ein bisschen lauter sprechen. Ja, das heißt das Telefon. Ja, so, ja, so ist es besser. Danke. Gleichling, ja, prima. Okay, Herr Kasten. Wie ich schon gefragt habe, haben Sie Erfahrung in diesem Bereich oder haben Sie noch vor, anzufangen? Habe ich Ihnen doch bereits beantwortet. Können Sie bitte wiederholen, was Sie gesagt haben? Nee, habe ich schon 10-mal wiederholt jetzt oder so. Wie alt sind Sie, Herr Kasten? Antworten Sie auch auf Fragen oder stellen Sie nur Fragen? Ich glaube, wir kommunizieren sehr gut mit Fragen, oder? Nee, ich glaube, Sie wissen gar nicht, was Kommunikation ist, weil Kommunikation funktioniert in beiden Richtungen und nicht nur in eine. Kommunikation ist, dass niemand einander unterbricht. Oder? Naja, funktioniert doch prima, oder nicht? Wenigstens. Wenn ich richtig verstanden habe, haben Sie nicht vor, auf dem Finanzmarkt zu arbeiten. Heißt das, dass Sie schon einen Handelskonto aktiviert haben, oder haben Sie nicht? Nee, ich bin einfach reich und brauche das Geld nicht. Bitte? Danke. Okay, ich glaube, wenn ich Sie später anrufe, wird die Verbindung besser, oder werden Sie ein bisschen lauter sprechen. Leider höre ich Sie nicht, deswegen... Ja, aber vielleicht sollten Sie einfach mal den Krach da im Hintergrund abstellen, weil dann würden Sie... Ja. Hallo. Ja. Ja. Erinnern Sie sich an mich? Sie sind der Betrüger. Nein. Doch. Ich bin Ihr Freund. Nee. Doch. Mhm. Mhm. Schlafen Sie noch? Nee. Okay. So, wie geht es Ihnen? Ja, und warum hinterlassen Sie immer die Daten unter verschiedenen Nachnamen und Vornamen? Na, damit die Betrüger bei mir anrufen und ihre Zeit verplempern. Nein, das ist nicht so. Doch. Ja, also... Das ist der Grund. Ja, sprechen Sie jetzt über mich oder über andere Firmen? Nee, über dich. Du bist Betrüger. Nein. Doch. Nein. Du hast zweimal mehr wie du. Also, ich denke, dass Sie Betrüger sind. Hallo. Ja, was haben Sie gesagt? Mhm. Ja, also wie gesagt, ich denke, dass Sie Betrüger sind. Ja, ist egal. Okay, mir ist auch egal. Ja. Abschaum bleibt Abschaum. Ja. So, wollten Sie diese Daten löschen? Nee. Warum? Ja, vielleicht ruft ihr nochmal an. Meistens seid ihr ja so blöd und ruft dann noch ein zweites Mal an. Ja, und wann muss ich Sie anrufen? Ist mir egal. Ja, also in einer Minute oder? Nö. Wann haben Sie frei? Verrate ich nicht. Ja, und wann haben Sie frei? Also wann könnten wir mit Ihnen einen Termin vereinbaren? Verrate ich nicht.
In 10 Minuten. Nee, in 4 Stunden können wir einen neuen Termin vereinbaren. Dann musst du in 4 Stunden anrufen und dann machen wir einen neuen Termin aus. Ja, und warum in 4 Stunden? Haben die jetzt keine Zeit? Will ich nicht, hab grad keine Lust. Warum? Was passiert? Glaub ich nicht. Okay, verstanden. Ja. Hallo, spreche ich mit Rick Kasten? Herr Kasten, ich melde mich Besuch mit der Kryptoregistrierung von Ihnen. Wenn Sie haben daran Interesse, ich werde über weitere Schritte Informationen geben. Aha. Okay, ich werde Ihnen erklären, unsere Dienstleistungen, die wir unseren Kunden anbieten, okay? Wir haben 3 Investitionen hier. Mindestanlage ist 250 Euro, dann ist 500 Euro und dann ist 1000 Euro. Das ist, um ein aktives Konto auf dem Finanzmarkt zu haben. Damit erhalten Sie ein automatisches Software, das für Sie ganz eigenständig kauft und verkauft, durch algorithmische Statistiken. Und mit diesem Programm können Sie per Woche von 15 bis 30% verdienen in der Investition. Warum haben Sie das Registration gemacht? Also haben Sie etwas Erfahrung in Online-Handel? Hallo. Hören Sie mich? Nee, die Musik ist sehr laut. Haben Sie etwas Erfahrung in Krypto oder auf Online-Handel? Nee, ich habe aber gerade überhaupt nicht verstanden, was Sie gesagt haben. Okay, haben Sie WhatsApp? Herr Kasten? Ja? Haben Sie WhatsApp? Hören Sie mich? Hallo? Hören Sie? Ganz schlecht. Haben Sie WhatsApp? Hallo? 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 Ja. Guten Tag. Guten Tag. Thomas Andersson am Telefon. Sprich mit Herr Knull. Thomas Anders, also von hier Sherry, Lady, oder wie heißen die? Ich weiß es nicht. Der Thomas Anders? Ich bin ein Experte von Finanzmarkt, heißt Knull. Aber ich dachte, Sie singen. Sie heißen doch Thomas Anders, oder sind Sie ein anderer Thomas Anders? Ja. Ja, also sind Sie ein bisschen anders. Ja. Ja. Würde ich fragen, beschäftigen Sie sich mit Onlinehandel? Haben Sie Erfahrung mit Trading in der letzten Zeit? Nee. Zum Beispiel mit Bitcoin? Finanzmarkt? Nee, da habe ich keine Ahnung. Keine Ahnung. Kein Interesse? Nee. Schütze. Was? Alles klar, ciao. Sie nutzen so, ich verstehe Sie so schlecht. Hallo? Ja, guten Tag. Ja, guten Tag. Mit wem spreche ich da bitte? Mit Patrick Carlson. Patrick Carlson, vom Dach der ja. Carlson. Hallo? Ja. Ja, hallo, guten Tag. Ja. Sprich mit der Dreininger? Ja. Wie geht's Ihnen? Alles gut? Wie heißen Sie denn? Wie heißen Sie bitte? Mit wem spreche ich? Sie. Wie heißen Sie? Haben wir doch schon geklärt. Wie heißt Sie? Wie ist dein Name? Name nach Name. Also steht doch Name. Ja? Das ist mir jetzt ein bisschen zu doof. Tut mir leid. Ich möchte mich mit sowas mit Tieren wissen, nicht unterhalten. Hello, mate. Can you say me your name? What is your name? Ich glaube, dir fehlt irgendwie was. Ja. Hallo? Hallo?
Ja, mit wem spreche ich bitte? Mit denen, den Sie angerufen haben. Wie ist dein Name? Ich wollte mit Henry sprechen. Ja. Sind Sie Herr Henry? Nee, das ist warum mein Vorname. Wie ist dein Name? Henry ist mein Vorname. Und so haben Sie mich angesprochen. Ich möchte mich nicht mal selber vorstellen. So. Bist du ein Gay? Wie heißen Sie denn? Michaela. Was? Michaela. Weiter? Ja, ich melde mich vom Bahnhof. Haben Sie gesehen, der Bahnhof? Ja? Es fehlt irgendwie eine Schraube im Gehirn, kann das sein? Weg dich, du Arschloch. Ja? Hallo? 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 Guten Tag, hier ist die Firma Eurocollect aus Monheim am Rhein. Wir konnten Sie leider telefonisch nicht erreichen und haben Ihnen daher ein wichtiges Schreiben mit Inkassosache per E-Mail übersandt. Bitte schauen Sie auch in Ihren Spam-Ordner. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Ja. Ja, hallo, guten Tag, hier spricht Antonio Cortez, ich melde mich von der Hot Capital FX. Spreche gerne mit dem Herr Toffel, bitte. Hm. Ja, Herr Toffel, Grund meines Anrufes zum Folgendes, geht es um Ihren Account, den Sie bei uns eröffnet haben, aber das haben Sie so inaktiv liegen lassen, Herr Toffel. Richtig. Ja, Herr Toffel, ich wollte Sie erstmal nur herzlich willkommen heißen und wollte gerne nochmal wissen, haben Sie schon also wenigermaßen Erfahrungen gesammelt oder wie ist es schon bei Ihnen gelaufen? Ich habe da kein Interesse an Ihnen. Wieso, wenn ich fragen darf, Herr Toffel? Ja, weil das alles unseriös ist. Unseriös? Mhm. Wieso denken Sie, dass es unseriös ist? Nicht denken, das ist Wissen. Ich habe mir Ihre Seite angeschaut, ist nicht seriös. Okay. Herr Toffel, ich sende Ihnen meine Kontaktdaten, damit Sie wissen, mit wem Sie zu tun haben, weil ich weiß nicht, mit wem Sie gesprochen haben. Aber bei der Hot Capital FX werden Sie sehen dadurch, mit wem Sie zu tun haben. Ich weiß nicht, ob Sie es also richtig ich bei weiß, uns gelandet sind. Ich weiß, mit wem ich zu tun habe, mit bandenmäßigen Betrügern. Wer hat das gesagt? Ich. Das kann nicht sein. Doch. Vielleicht haben Sie auch schlechte Erfahrungen. Okay, ich schicke Ihnen meine Kontaktdaten und schauen Sie mal. Nee, interessiert mich nicht, brauche ich nicht. Okay, dann ist kein Problem. Danke nochmal. Was ist? Ja, bitte? New Authority. Rabatte auf Produkte in unserer App zur Verbesserung der Männergesundheit. Über diesen Link herunterladen https://bit.ly/3jhbjtw. Ja, guten Tag. Hallo? Hm. Hallo? Ja. Einen schönen guten Tag. Mein Name ist Vanessa Jones, ich grüße Sie. Ich melde mich von der Firma Investing Academy, ja? Mhm. Hallo? Ja, was denn? Ich melde mich von der Firma Investing Academy. Wir haben ja Ihre Daten bekommen. Da Sie Interesse gezeigt über Onlinehandel, Online-Trading. Wenn woher ich fragen darf, haben Sie gehört? Bekommen? Was? Woher noch haben einmal Sie bitte? Meine Daten bekommen? Sie haben eine Meldung. Sie ja, haben eine haben Meldung Daten bekommen? Ja über, gesagt, Sie haben die Daten über bekommen. Meine Unternehmer gehabt, ja? Ja, woher haben Sie die Daten bekommen? Ich möchte ein paar wichtige Informationen. Da reicht also die Intelligenz nicht mal für eine Frage aus, oder wie? Wo haben Sie denn dich aufgegabelt? Ich möchte ein paar wichtige Informationen ja, mitteilen, ja, ja, wie die ja, ganze ja, ja. Arbeit funktioniert. Also, liebe Zuhörer, genau so hört sich das an, wenn ein Kind vom Wickeltisch gefallen ist. Und von daher passt immer schön auf, dass ihr links und rechts wenigstens wie so ein U einmal da so ringsrum so eine Wurst macht mit einer Decke, damit die Kinder nicht runterfallen kann, wenn die klein sind. Weil dann genau sowas dabei rauskommt. Genau sowas kommt dann dabei raus. So, wollen wir jetzt weitermachen? Einen Moment bitte. Sie haben Interesse gezeigt über meine Unternehmen, ja? Nee. Was? Mhm. Wasser ist Sie, haben Sie haben Interesse gezeigt über meine Unternehmen. Deswegen, ich habe gerade angerufen, weil ich möchte ein Sie paar wichtige Informationen. Wie haben Sie denn das?
Wenn ich fragen darf, haben Sie Erfahrung mit Onlinehandel, Online-Trading? Ja, dürfen Sie nicht fragen. Einen Moment bitte. Haben Sie Erfahrung mit Onlinehandel, Online-Trading? Habe ich doch gerade beantwortet. Haben Sie gute oder schlechte Erfahrung? Ei. Naja, wahrscheinlich war es auch die Schaukel zu nah an der Hauswand. Okay, dann sind Sie auf der Leitung. Ich verbinde mit unseren Experten und er werde alle erklären, wie die ganze Arbeit funktioniert, ja? Na, dann bin ich mal gespannt. Okay. Ja, hallo? Ja, was war denn das hier gerade für eine Verstrahlte? Die kann ja gar nichts. Und du kannst das auch nicht mehr, oder wie? Tuten Gag. Na, wenn du nicht reden willst. Ja, hallo, schönen guten Tag. Spreche ich mit Herr Roschmann? Hallo. Ja. Was willst du denn? Ja, hallo, schönen guten Tag. Hören Sie mich jetzt besser? Ich war ja gerade eben schon in Ordnung. Ja. Schönen guten Tag, Paolo Reis, Pegasus Consults. Darf ich fragen, spreche ich bitte schön mit Herrn Zock? Ja. Oder bin ich bei Ihnen verkehrt? Hallo? Fragen Sie die Leute immer, ob sie verkehrt sind? Ja, genau. Ob ich bei Ihnen richtig bin oder nicht. Das wollte ich fragen. Aha. Sind Sie der Herr Zock? Ja. Okay, super. Nur kurze Frage, Herr Zock. Ihr Name ist auf meiner Liste mit Klienten, die online betrogen waren. Man kann Klienten helfen mit Rückerstattung des Geldes. What the fuck, man? Laughing? I hope you lost at least 100k. Guten Tag. Guten Tag. Hallo, guten Abend. Spreche ich mit Herr Kakesian, Sebastian? Herr Kakesian Ala Novak hier, Kontomanager von die Euromentors Trading Firma. Ich rufe Sie an, weil wir haben ein Angebot für Sie auf unserer Trading-Plattform, wenn Sie noch immer Interesse für den Finanzmarkt haben. Gibt es bei Ihnen gratis Mentors? Bitte nochmal? Gibt es bei Ihnen Mentors? Ich habe Sie wirklich nicht gehört. Aber wirklich. Nee, ja, bitte nochmal. Bin ich bei was? Wem? Was? Wie? Na, da, wo Sie angerufen haben. Ich rufe Sie an von Niederland. Von Amsterdam. Ja, die Sitzung ist hier, aber ich rufe Sie an wegen einer Plattform, die für die ganze Europa gemacht ist. Sie würden uns die deutsche BaFin Finanzregulation handeln. Aber ich kann Ihnen alles sagen, nur wenn Sie natürlich Interesse für diese Thema haben, um den Finanzmarkt gesamt. Ja, so. Herr Kackfein, können Sie mir sagen, ob Sie schon Erfahrung an den Finanzmarkt haben? Nee. Okay, wie ich verstehe, dass Sie wissen, unsere Plattform ist ja sehr anfängerfreundlich, weil wir anbieten auch den automatischen Software, den System, das für Sie handelt, zusätzlich mit dem Broker, mit wem Sie jeden Tag Gespräche haben können, wenn Sie es möchten. So, Sie können den Broker jederzeit anrufen, Montag bis Freitag. Die Empfehlungen bekommen Sie von dem Broker und auch, wie ich gesagt habe, Sie würden unten die deutsche BaFin Finanzregulation handeln. Die Plattform ist ja sehr reguliert, mit einer von den stärksten Finanzregulationen. Sie können das auch mit von Ihrer Seite sehen. Aber wir haben eine Altersgrenze. So, wenn das nicht ein Geheimnis ist, können Sie mir sagen, wie alt sind Sie bitte? Das ist ein Geheimnis. Geheimnis? Mhm. Sind Sie über 30? Na, bleibt ein Geheimnis. Sie sind über 30. Okay, ich verstehe. Und wenn das auch nicht ein Geheimnis ist, sind Sie berufstätig in einer Branche, die etwas mit dem Finanzmarkt zu tun hat? Das ist auch ein Geheimnis. Sie sind voll von Geheimnissen, sind Sie. Okay, dann so. Das bedeutet, Sie haben gar kein Interesse. Aber das bedeutet das ja nicht. Okay, aber die Regeln von der Firma, wie unsere Firma ist, die Altersgrenze,
Und wenn Sie auch jemand sind, das etwas mit dem Finanzmarkt zu tun hat, das ist ja auch mehr besser. Deswegen fragen wir die zwei normale Fragen. Aber wenn Sie mir die Antwort nicht geben können, dann können wir ja leider nicht weitermachen. Aber ich würde Ihnen erstmal... Dann funktioniert der Datendiebstahl nicht richtig. So ist es. Was habe ich von Ihren Jahren, Herr Kapitän? Ich meine, ich bin 33 und ich arbeite den Kundenservice von die Euromentors Firma. Ist das so ein großes Geheimnis? Ich denke nicht. Wissen Sie was? Ich kann Ihnen gerne den Link von die Plattform zuschicken, auch mit die offizielle BaFin-Seite, wo Sie die Lizenznummer von die Plattform überprüfen können und alles von Ihrer Seite, auch die Datenschutz von die Plattform, können Sie gerne nachschauen und was BaFin für Sie genau bedeutet. Aber ohne die Altersgrenze geht das leider nicht. So ist das noch einmal ein Geheimnis, oder? Ja, ist immer noch ein Geheimnis. Bei Betrügern verrate ich meine Daten nicht. Und was kann jemand mit... Okay, dann. Alles Gute. Tschüss. Guten Tag. Oh, guten Tag, Herr Dreiniger. Herr Dreiniger, mein Name ist Adalie Wolf aus Handelsplattform. Es geht um Oil Profit, liebe Herr. Aha. Sie haben Interesse gezeigt, Trading machen, richtig? Trading machen. Genau, Geld verdienen. Aha. Wann denn? Herr Dreiniger, darf ich wissen, mit welchem Betrag wollen Sie starten? Ich nehme 2,50 Euro erstmal. 2,50 Euro, wunderbar. Nee, Herr Dreiniger, 2,50 Euro? 2,50 Euro? 250, meinen Sie? Nee. Man kann sagen 2,50 Euro, Herr Dreiniger. Da haben Sie doch gehört, gucken Sie, 2,50 Euro, kann man sagen. Okay, darf ich wissen, welche Zahlungsmethode benutzen Sie? Haben Sie Visa oder Mastercard? Ich bastel Papierflieger und die werfe ich dann. Wie bitte? Ja. Ich habe Ihnen nicht gehört, was ja, was Ach haben Gott. Sie gesagt? Ja, ist das Telefon so schlecht? Hören Sie jetzt mir besser? Ja. Aha. Oh. Welche Zahlungsmethode benutzen Sie, damit Sie einzahlen können? Ist das Visa oder Mastercard? Ach so, nee, da habe ich eine Dongsbang. Die kann man mit einer Steinschleuder benutzen. Was benutzen Sie? Eine Steinschleuder. Was ist das? Na, da kann man mit Karten schießen. Liebe Herr, Ihre Zahlungsmethode ist Visa oder Mastercard? Oder Sie haben einfach Giro mit Online-Banking? Was? Die Sabine bei der Babette, mit der Bärbel und der Bettina. Sie sind, So, entschuldige bitte, was ist Ihr Vorname, ja? Oder Sie haben nur Familiennamen? Da steht. So, doch steht Herr. Ich glaube nicht, dass Ihr Vorname ist Herr. Doch. Aber falls wie Sie möchten, ja, liebe Herr, ja, so, nächstes Mal, wenn Sie unseriöse Registrierung fertigen im Finanzmarkt, ja, Sie werden eine Strafe bezahlen. Ist das klar für Sie? Ja, da machen es noch ganz viele, ja. Ja. Schönen guten Tag, Herr Zauberfe. Hier ist Annabella von der Firma Prism Capital. Aha. Sie haben sich für unser automatisches System für Onlinehandel interessiert. Habe ich das, ja? Ja. Ich würde gerne erst ein paar Fragen stellen und dann Sie informieren, okay? Wieso nicht andersrum? Bitte? Wieso nicht andersrum? Wieso nicht anders, was? Na, andersrum. An der was? Na, andersrum. Also, Sie arbeiten schon mit einer Firma. Wollen Sie das nicht andersrum machen? Erst die Informationen geben und dann Fragen stellen? Unsere Firma heißt Prism Capital. Wir haben unser Werbung angeschaut und da Ihre Daten hinterlassen. Aha. Leider waren Sie sehr lang nicht erreichbar. Ja, so. Haben Sie schon einige Erfahrungen beim Trading? Beim Trading? Ja. Könnten Sie mir bitte ein bisschen davon erzählen? Ich bin im Park gegangen und habe eine Oma getreten. Womit haben Sie denn gehandelt? Mit dem Schuh habe ich getreten. Womit? Schuh. Schuh? Es geht aber nicht um Trading, eigentlich. Nicht um Trading? Oder
Unter Trading versteht man Handel mit Aktien oder Krypto oder sowas am Finanzmarkt. Ach so. Wissen Sie schon etwas davon? Nee. Nein, noch nicht. Sie haben aber unsere Werbung angeschaut. Mhm. Vielleicht haben Sie schon auch davon gelesen oder gehört. Mhm. Was haben Sie gelesen oder gehört? Im Radio gelesen. Im Radio gelesen? Ja. Herr Zaldafe, ich verstehe das. Für Sie macht das jetzt Spaß, aber ich spreche über was Seriöses. Und wenn Sie kein Interesse haben und nur Interesse an Spaß zu machen, dann entschuldigen Sie bitte. Ich habe noch was zu tun. Wenn das Thema für Sie nicht interessant ist, dann entschuldigen Sie bitte. Ich würde gerne nicht mit Ihnen das besprechen. Ja. So. Warum? Warum? Denn ich habe noch Zeit, um mit anderen Kunden zu sprechen. Und das wäre für mich in erster Linie besser. Wie gesagt, Sie verschwenden jetzt meine Zeit. Warum? Warum, Herr Zauberfe? Denn Sie haben kein Interesse und Sie möchten nur Spaß jetzt machen. Machen Sie bitte Spaß zum Beispiel mit der Polizei. Passt das Ihnen? Ja, ja. Ja, dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg damit. Mhm. Tschüss. Guten Tag. Hallo? Ja. Einen schönen guten Tag, Herr Lieb. Mhm. Nina am Apparat. Grüezi. Aha. Es geht um Online-Handel, Online-Trading. Und wir haben zusammen gesprochen. Vielleicht erinnern Sie sich daran. Nee. Nee? Nee. Eine Handelsgruppe bei Ihnen eröffnet. Und seitdem Sie haben nicht aktiviert. So, was ist passiert? Was denn? Sie haben das Handelskonto bei uns geöffnet, aber Sie haben die Handelskonto noch nicht aktiviert. Ja. So, hätten Sie Schwierigkeiten dabei oder was ist passiert, dass Sie haben die Handelskonto noch nicht aktiviert? Nee, ich hatte da keine Schwierigkeiten. Okay, und wieso haben Sie das nicht aktiviert? War unseriös. Unseriös? Mhm. Was war unseriös denn? Die Seite. Okay, über unsere Seite. Was war unseriös? Na, die Firma ist unseriös. Nee. Mhm. Okay, dann Sie müssen mir den Grund sagen, wieso war unseriös. Ja, klingt nach Betrug alles. Betrug? Mhm. Betrug, nicht Betrug, Betrug. Okay, und wo wissen Sie das? Na, weil es so aussah. Wie bitte? Weil es so aussah. War alles nicht seriös. Ja. Hallo, schönen guten Tag. Mein Name ist Max Philipp, ich rufe Sie von Honest Capital Investment Gesellschaft. Es geht um Ihr Interesse an Online-Trading mit dem automatischen Handelssystem. Aha, was denn für ein Interesse? Wie bitte? Ja, was denn für ein Interesse? So, Sie haben sich selbst angemeldet, um online an der Börse zu handeln mit dem automatischen Handelssystem und mit den Profibroker. Ja, wo denn? Und wo jetzt denn? Bin ich hier um Ihnen. Sie haben bei Honest Capital angemeldet. Was ist das? Honest Capital, das ist die Trading-Plattform. Ja? Das ist die Trading-Plattform, wo können Sie mit dem automatischen Handelssystem an der Börse zu handeln. Okay. Und wenn ist es für Sie jetzt aktuell? Ich bin hier, um Ihnen alles zu erklären, um Ihnen einen Einstieg zu erleichtern. Wenn ist es aktuell für Sie? Was denn für ein Einstieg? Um an der Börse zu handeln, sollen Sie Ihr Handelskonto zuerst aktivieren und dann sollen Sie ein Startkapital einzahlen aus dem Handelskonto. Mit diesem Startkapital würden Sie danach handeln. Alles klar. Na, dann aktivieren wir. Ja, und würden Sie danach Gewinn machen. So, jetzt können wir ganz schnell Ihr Handelskonto aktivieren. Dann erhalten Sie den Anruf von Ihrem persönlichen Broker. Und dann beginnen Sie mit Handeln. Mhm. Geht es? Hallo? Ja, hallo. Guten Tag. So, ja, guten Tag nochmal. Machen wir jetzt Ihre Handelskontoaktivierung oder? Naja, habe ich doch gesagt. Okay, super. So, mit welchem Betrag müssen Sie anfangen?
Weiß ich noch nicht. Erstmal aktivieren und dann überlege ich mir das. Aha, okay. Wenn Sie haben irgendwelche Frage, ich bin jetzt hier, um Ihnen alles zu erklären. So, Sie können jetzt alle Fragen stellen. Ich gerne würde antworten. Was soll ich denn für Fragen stellen? Wenn Sie haben, können Sie diese Frage stellen. Nee, wenn nicht, okay, dann sagen Sie mir bitte, mit welcher Summe möchten Sie einsteigen? Bei uns, der Mindestbetrag ist 200 Euro. Und wenn Sie zahlen mit Visa oder Mastercard, erhalten Sie auch einen Bonus, 70 Euro, weil Sie haben die Partnerschaft mit diesen Zahlungsmethoden. Auch können Sie mit ganz normaler Banküberweisung das machen und mit den Crypto-Wallets. Aha. Was ist für Sie lieber? Das weiß ich nicht. Okay, dann sagen Sie mir, mit welchem Betrag möchten Sie anfangen? Ja, habe ich doch gesagt, erstmal aktivieren und dann überlege ich mir das. Ja, aber um Ihr Handelskonto zu aktivieren, sollen Sie Ihr Startkapital auf Ihr Handelskonto einzahlen? Das haben Sie ja nicht gesagt. Sie haben gesagt, erst aktivieren und dann zahlen wir Geld ein. So haben Sie das gesagt. Ich kann das gerne nochmal einblenden. So, brauchen Sie zusätzliche Info oder... Nee, erstmal aktivieren und dann überlege ich mir das. Okay, dann jetzt machen wir die Kontoaktivierung. Sagen Sie mir bitte, mit welchem Betrag müssen Sie beginnen und mit welcher Zahlungsmethode? Ja, das weiß ich ja noch nicht. Oh, was wissen Sie doch nicht? Na, Sie haben doch gesagt, erstmal aktivieren und dann zahlen wir später ein. So machen wir das. Ja, aber zu aktivieren brauchen Sie Ihr Handelskonto, auf Ihr Handelskonto Ihr Startkapital einzahlen. Nee, das haben Sie gerade anders erklärt. Also eingangs haben Sie gesagt, erst aktivieren wir und dann gucken wir, was wir einzahlen. So haben Sie das gesagt. Wie gesagt, ich kann es gerne nochmal reinschneiden ins Video. So, ich erkläre nochmal. Zuerst aktivieren Sie Ihr Handelskonto. Dann? Genau. Dann sehen Sie... Also aktivieren wir erstmal. Richtig, haben Sie gut erklärt. Genau so war es am Anfang. Sehen Sie, brauchen wir es nicht mal reinschneiden. So, um Ihr Handelskonto zu aktivieren, sollen Sie Startkapital überweisen auf Ihr Handelskonto. Das ist der erste Schritt. Sie haben es doch jetzt einmal anders. Sie hat zweimal gesagt, erst aktivieren wir Ihr Konto und dann stellen wir darauf ein. So, in der Reihenfolge. Sicher, Fritze. Hallo, Herr Knusprig. Knusprig-Knusprig-Knusprig, wer knabbert an mein Häuschen? Mein Name ist Trina. Ich rufe hier von Kapital an. Also, es geht mir Interesse an automatisches Handelssystem. Draußen zum Wald komme ich her. Ja, Sie haben für Ihre Daten der Werbungen gegeben. Also, sagen Sie bitte, haben Sie schon Erfahrung auf dem Markt? Rapunzel. Was? Ja, lass dein Haar herunter. Aber hier steht, Ihre Daten knusprig. Das ist richtig, oder? Ja. Richtig? Ja. Okay. Haben Sie schon Erfahrung, haben Sie schon mal Investitionen getätigt oder noch nicht? Ja, oder... Ja. Okay, haben Sie selbst gehandelt oder mit Broker? Was? Naja. Haben Sie selbst gehandelt oder mit Broker? Ja. Mit Broker? Ja, auch. Selbst gehandelt? Ja. Okay, Herr Knusprig, sagen Sie mir bitte, haben Sie noch Interesse? Ist es für Sie noch aktuell? Ja, natürlich. Okay. Bei uns gibt es zwei Möglichkeiten, wie können Sie handeln. Erst das mit Analysten. Analyst bringt Ihnen alles über den Handel bei und sagt Ihnen, was Sie tun und was Sie vermeiden sollten. Und zweitens, das automatische Handelssystem. Das System so eingestellt, dass den Markt automatisch analysiert. Und dieses System arbeitet selbst für Sie. Können Sie mal Ihren rechten Arm anheben? Wie bitte? Können Sie mal Ihren rechten Arm anheben? Ja, das von Kronos Capital. Ja, und dann winken. Nochmal? Winken Sie mal. Warten Sie bitte kurz. Hallo, hier ist das deutsche Schnuckeltelefon. Entschuldigung, ich wollte gerne mit Steinfeger sprechen. Ja. Schönen guten Tag. Ich bin Herr Neumann von Handelsplattform. Ja. Und Sie haben bei uns angemeldet. Ja, und auf diesem Grund habe ich Sie angerufen. Und ich wollte wissen, ob Sie Ihre Handelskonto aktivieren werden. Was denn für ein Handelskonto? Das ist ein Online-Handlung, ja. Kryptowährungen, Aktien. Eine Online-Handlung? Ja, genau. So wie so ein Zoofachgeschäft. Wissen Sie, Ihre
Daten steht in unserer CSM als Person, welche Interesse am Finanzmarkt hatte. Ja? Es geht um Finanzmarkt. Ja? Und wir haben schon gesagt, dass es Kryptowährungen, Aktien, ja, aber Onlinehandel. Und hier funktioniert es so. Wenn Sie bereit Ihre Konto aktivieren, dann werden Sie mit unserem Broker auf Finanzmarkt handeln. Ja? Mit Unterstützung von unserem Broker. Und haben Sie Erfahrungen im Finanzmarkt? Ja. Okay. Und mit welchem Produkt haben Sie gearbeitet? Kaugummi. Kaugummi, das ist komisch. Wir sprechen jetzt über Finanzmarkt, ja. Ja, war ja vom Finanzmarkt, richtig. Ja. Ich habe mit Bubblegum gehandelt, mit der Marke. Haben Sie Interesse zum Beispiel auf Bitcoin oder andere Kryptowährungen? Was kann man damit machen? Das geht ganz einfach, ja. Wenn Sie Interesse haben, dann können Sie jetzt Ihre Konto aktivieren, ja? Aha. Dann würde ich gerne Ihnen helfen. Dann weiter, nach der Aktivierung Ihrer Konto, werden Sie mit unserem Broker in Verbindung setzen. Dieser Broker wird Ihnen immer helfen, ja? Sie werden wissen, wann brauche ich kaufen, wann verkaufen, ja? Welche Finanzprodukt gibt es in Aha. unserer Welt? Welche Aktie gibt es? Und so weiter. Und noch etwas. Ja. Für Menschen, welche haben Erfahrungen, ja? Bei uns gibt es noch ein interessantes Produkt. Heißt ja. Roboterprogramm, ja? Das bedeutet, dieses Programm wird selbst auf Finanzmarkt für Sie handeln, ja? Für Sie ja. brauchen nur 15 Viertelstunde für eine Zeit pro Tag haben, ja? Sie können einfach prüfen und beobachten, was haben Sie schon verdienen, ja? Mhm. Aber ich habe schon gesagt, das ist für Menschen, welche Erfahrungen auf Finanzmarkt haben. Dieses Programm, wenn Sie Interesse haben, dann unser Broker kann Ihnen diese Programme auf Ihren Computer installieren, ja. Und, mhm. und noch etwas. Natürlich für Handlung brauche Geld haben, ja. Das auch bedeutet Geld. Natürlich, ja. Mhm. bei uns gibt es drei Möglichkeiten. Für neue Kunden gibt es drei Möglichkeiten. Das ist für 250, 500 und 1.000 Euro. Mhm, das ist ja schade. Ja, aber Sie haben bei uns angemeldet, ja? Das bedeutet, Sie hatten Interesse, ja? Dann habe ich schon gesagt, Ihre Daten steht in unserem System, ja? Und auf diesem Grund habe ich Sie angerufen. Dann, ja. Ich wollte einfach wissen, ob Sie Ihre eigene Konto, Ihre Handelskonto aktivieren werden oder haben Sie vielleicht andere Pläne? Weiß ich nicht, was denn für Pläne? Es gibt da ja so einen geheimen Corona-Plan, habe ich gehört. Okay, wissen Sie. Denke ich, denke. Wir können Folgendes machen. Ja. Ich wollte Sie etwas fragen. Sind Sie bereit, jetzt Ihr Handelskonto aktivieren? Ja oder nein? Können Sie mir bitte antworten? Na, habe ich doch zweimal. Nein, sagen Sie bitte. Ja oder nein? Und du? Ja, ich bin da. Wie geht's weiter? Ich habe Sie gefragt. Ja, und ich habe geantwortet. Dreimal. Nein, Sie haben mir nicht geantwortet. Ich habe Sie gefragt. Sagen Sie mir bitte, ja oder nein? Ja, ich habe schon dreimal geantwortet. Ich habe nicht gehört. Hm? Entschuldigung. Müssen wir die Ohren mal waschen. Oder das Telefon. Vielleicht ist auch ein bisschen Popel da im Hörer. Weiß ich ja nicht. Okay. So, dann machen wir Folgendes. Ich ja. wünsche Ihnen einen schönen Tag und viel ja. Erfolg. Tschüss, Betrüger. Das war's schon mit dem Hörspiel. Vielen lieben Dank, dass du wieder mit dabei gewesen bist. Abonniere doch gerne den Kanal, wenn du keine weiteren Videos mehr verpassen möchtest. Am besten gleich mit Klingelglöckchen, denn dann bekommst du auch immer eine kleine Information, wenn es etwas Neues hier auf dem Kanal zu sehen gibt. Gib dem Video gerne noch einen Daumen nach oben, wenn dir das Video gefallen hat. Und wenn du magst, siehst du hier noch eine Playlist mit vielen weiteren Inhalten auf dem Kanal. Hasst mich nicht für meine Worte, die Welt ist böse, passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.